Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe heute eine sehr, sehr günstige MacLeod. Die Igla auf Anubis steht schon neben mir, ist schon an. Ob eine günstige MacLeod auch eine gute MacLeod ist, das gucken wir uns heute mal im Video an. Erstmal vorneweg der Preis, weil das ist definitiv das Interessanteste an der Igla auf Anubis. Wenn ihr das Ganze bei zum Beispiel onelshooker.de kauft mit SWG10, da habe ich seit kurzem ja auch einen Rabattcode und da gibt es die Pfeife, dann kostet die 116 Euro. Zum Vergleich, bevor diese Pfeife rauskam, hat man eigentlich keine MacLeod unter 200 Euro bekommen, außer es gab mal wirklich ein gutes Angebot. Es ist natürlich eine sehr, sehr simple Stickpfeife aus Russland, hat aber doch die ein oder andere ganz coole Kleinigkeit, die wir uns da heute mal genauer angucken wollen, aber zuerst gucken wir uns mal an, was in dem Karton mit dabei ist und was der Lieferumfang so sagt. Okay, heute gucken wir uns mal die MacLeod Igla auf Anubis an. Als erstes packen wir das Ding mal aus und super viel gibt es da auf jeden Fall nicht auszupacken, weil da ist gar nicht so viel drin. Also, ne, es ist halt auch eine Stickpfeife. Das heißt, das hier können wir auch nicht weiter auseinanderschrauben. Das ist einfach miteinander verbunden. Wir haben einfach ein durchgehendes Rohr, die Base, den Blow-Off und hier unten halt noch den Anschluss, wo wir das Ganze auf die Bowl packen können. Aber ein paar Sachen haben wir doch noch drin. Hier ist einmal der Teller. Relativ simpler MacLeod-Teller auf jeden Fall hier mit drin. Nicht entgratet. Also hier haben wir eine scharfe Kante, stört jetzt nicht, man fummelt ja in der Regel eh nicht dauerhaft an seinem Kohleteller rum. Unten ist noch eine Folie drauf, die können wir mal kurz abmachen. So, dann haben wir die noch ab. Dann haben wir hier einen Beutel, in dem haben wir eine Kopfdichtung, eine Bowldichtung und noch drei O-Ringe, wo auch immer die hingehören. Und ansonsten haben wir hier nichts mehr, also das war's dann auch tatsächlich mit dem Karton. Das heißt, wir haben hier aus Kunststoff den Schlauchanschluss, der relativ einfach reingeht. Und dann hier oben noch Teller drüber. Unten noch die Bowldichtung. Und noch die Kopfdichtung. Und dann war's das. So schnell ist das Ding aufgebaut, also wirklich kein Hexenwerk hier das Ding. Und so ist das dann eben schon fertig. Also wie ihr gesehen habt, der Lieferumfang fällt relativ klein aus, kann man aber auch irgendwie bei dem Preis von 116 Euro akzeptieren, sage ich mal. Wenn wir das Ganze mit deutschen Stickpfeifen, wie zum Beispiel der Mose Dash vergleichen, dann ist die MacLeod günstiger, obwohl sie sogar eine russische Pfeife ist. Und normal ist es immer so, wenn man sich eine russische Pfeife in Deutschland holt, zahlt man normal immer obendrauf. Muss ja auch importiert werden, das Ganze, also Importkosten, Frachtkosten, das ist halt nochmal ein bisschen was anderes, als wenn das Ding aus Deutschland kommt. Das ist normal, dass bei russischen Produkten eben ein kleiner Preis für Import und Fracht dann noch drauf kommt. Aber 116 Euro ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Nachdem wir uns dann noch einen Schlauch, ein Mundstück, einen Kopf und einen Kopfaufsatz dazu geholt haben, sind wir wahrscheinlich nicht mehr bei den 116 Euro, aber immer noch günstiger als viele andere Stickpfeifen. Also gerade wenn wir die mit anderen Stickpfeifen vergleichen, wie zum Beispiel der Dash von Mose, dann ist der Preis trotzdem günstig, obwohl es auch noch eine russische Pfeife ist, für die wir normal hier mehr Geld bezahlen. Kommen wir als erstes mal aber zur Verarbeitung und der Qualität. Und das im Vergleich zu einer hochpreisigeren MacLeod, da merkt man relativ schnell, dass da doch gut gespart wurde. Wir haben an den wichtigen Stellen Edelstahl. Das heißt, das eine Rohr, das vom Kopfadapter bis ganz runter ins Wasser geht, ist aus Edelstahl. Auch der Teller ist aus Edelstahl. Diese kleine Figur, die hier noch an der Rauchsäule befestigt ist, aus der auch der Blow-Off kommt, ist aus Gusseisen. Und wir haben eine Base aus Pom. Und das Einzige, was ich nicht so cool finde, wir haben auch einen Schlauch.
Rauchanschluss aus POM. Eigentlich nichts Schlimmes, POM hält auch ewig gut. Der wichtige Part ist, dass die komplette Rauchsäule und das komplette Tauchrohr aus Edelstahl sind. Gut, der Teller sollte auch nicht aus POM sein, aber die wichtigen Parts der Pfeife sind aus Edelstahl. Bei dem Preis kann man meiner Meinung nach darauf verzichten, auch an der Base und am Schlauchanschluss Edelstahl zu haben. Die Qualität ist in Ordnung, das POM wurde sehr schön verarbeitet. Ich habe da keine Kanten, die irgendwie abstehen oder abgefranst sind oder sowas. Das ist sehr, sehr clean. Das Einzige, was ich bei der Verarbeitung kritisieren muss, ist der Teller. Der ist nicht entgratet und wenn man hier mit dem Finger drüber geht, dann merkt man doch schon, dass das sehr, sehr rau ist. Das hat man bei den etwas teureren McLeod-Pfeifen nicht. Again, irgendwo müssen wir bei dem Preis wahrscheinlich Abstriche machen und wenn es dann nur ein nicht entgrateter Teller ist, dann juckt das ehrlich gesagt nicht so krass. Also ich meine, es sitzt ja in der Regel keiner da und fasst hier die ganze Zeit so seinen Kohleteller an. Von daher ist schon in Ordnung. Die wichtigen Parts sind gut verarbeitet. Wir haben tatsächlich nur ein Gewinde und das ist, wo der Kopfadapter auf die Rauchsäule geschraubt wird. Das läuft auch sehr gut. Das ist auch nicht sonderlich scharfkantig oder so. Das funktioniert. Das hat jetzt bis jetzt noch nicht gehakt. Also da auf jeden Fall alles gut. Der Schlauchanschluss geht ein kleines bisschen schwer rein, aber dafür hält er auch gut und es ist jetzt auch nicht so, als ob man die ganze Pfeife umschmeißen würde. Also alles in allem würde ich sagen, bei 116 Euro ist das vollkommen okay, was man da bekommt. Ist natürlich kein Qualitätswunder, aber wir wollen hier ja auch eher ein Preiswunder. Nachdem wir über Verarbeitung und Qualität geredet haben, kommen wir als nächstes mal zum Design. Wie ist die Optik von der Pfeife? Und wie in jedem Review sage ich es nochmal dazu, die Optik ist Geschmackssache. Das Ding muss euch gefallen. Ich kann euch nur kurz sagen, was ich schön und vielleicht nicht so schön finde. Es gibt eine Sache, die macht die Pfeife etwas besonders, gefällt mir aber nicht sonderlich und das ist die Base. An sich ist die Base schön geformt. Aber die untere Seite ist nochmal abgerundet und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir da eine glatte Fläche haben und nicht nochmal eine Kurve, die nach unten geht, weil so sieht das irgendwie so aus, als würde die Pfeife nicht so richtig auf der Bowl sitzen. Der Rest von der Pfeife gefällt mir aber sehr, sehr gut. Ich finde es nice, dass wir trotz dem günstigen Preis und einer Stickpfeife hier noch so ein kleines Kunstelement, dafür steht McLeod ja auch irgendwo, dass wir das trotzdem mit dran haben und dass der Blow-Off da rauskommt. Sehr, sehr geiles Ding. Das bei so einer günstigen Pfeife finde ich schon sehr nice. Ansonsten ist das Ding halt eine Stickpfeife. Ob euch das gefällt, dass wir hier einfach so ein Rohr haben, das von oben nach unten durchgeht. Das müsst ihr wissen. Kohleteller finde ich auch nice. Der ist praktisch in der Mitte flach. Hat er nochmal einen Winkel und dann geht das ganze Stück aber auch nochmal ein bisschen flacher weg. Blende ich euch natürlich immer nochmal ein. Ich finde ihn ganz hübsch. Ich finde ihn auch relativ besonders. Bis auf den Fakt, dass er nicht entgratet ist, finde ich den Kohleteller sehr nice. Ja, das Kunstelement gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Es gibt die Igla of Anubis. Da sind hier eben diese kleinen Totenköpfe, aus denen der Blow-Off kommt. Und es gibt die Igla of Cerberus. Da sind das Ganze drei, ich sag mal, Hundeköpfe. Es ist aber schon sehr abstrakt. Also so einen richtigen Hund, naja, guckt sie euch mal an bei Onel oder so oder wo ihr sie im Internet findet. Aber so einen richtigen Hund sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Bei der Igla of Cerberus finde ich das Kunstelement nicht so schön wie bei der Igla of Anubis. Aber das kann sich ja dann auch immer jeder aussuchen, was ihm da eben besser gefällt. Wo wir noch bei der Optik sind, kommen wir auf jeden Fall nochmal kurz zum Blow-Off. Ich blende euch den nochmal ein, aber ich zeige euch den auch gleich nochmal hier direkt an der Pfeife. Wir haben, wie gesagt, den Blow-Off aus dem Kunstelement, was ich sehr, sehr nice finde und was bei dem Preis von der Pfeife nicht wirklich üblich ist, dass wir da noch eine Art besonderen Blow-Off haben, sage ich mal. Die meisten gehen dann entweder aus einem Blow-Off-Ventil oder an der Rauchsäule wieder hoch. Na, was anderes gibt es bei einer Stickpfeife eigentlich nicht. So, ich zeige euch den nochmal live hier an der Pfeife. Finde ich, sieht ganz nice aus, bei so einer günstigen Pfeife so ein Blow-Off dabei zu haben. Ist, finde ich, nicht selbstverständlich und einfach ein nices Feature. So, der letzte Punkt noch, der wichtigste Punkt, das Rauchverhalten. Wie lässt sich die Pfeife rauchen? Es ist ein klassisch russisches Rauchverhalten. Das heißt, wir haben einen gewissen Widerstand am Start. Er ist aber nicht so schwer wie bei manch anderer russischen Pfeife. Die meisten russischen Pfeifen würde ich bei so einer 7 von 10, was Durchzug angeht, einordnen. Die McLeod würde ich jetzt sogar auf so eine 7,5 legen, also leicht überdurchschnittlich für eine russische Pfeife, würde ich sagen. Trotzdem haben wir keinen Diffusor. Das heißt, wir haben das klassische kernige Blubbern und wir haben auch das Gefühl beim Blubbern in der Lunge. Man merkt ja immer wieder, Widerstand wechselt, wenn man da dran zieht. So muss für mich eine russische Pfeife sein. Na? Entweder man mag das oder man mag das nicht. Und da kommen wir auch gleich mal im Fazit drauf, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist. Aber wir haben keinen Diffusor. Es ist ein sehr kerniges, ein sehr volles Blubbern. Der Durchzug ist, wie gesagt, eine 7,5. Jetzt noch ein wichtiger Punkt, der Blow-Off. Also, wie funktioniert der Blow-Off? Wie lässt sich entlüften? Wie fühlt sich das an? Der Blow-Off ist meiner Meinung nach nicht unglaublich gut gelungen. Man muss ein paar Sachen beachten, damit der angenehm ist. Wenn man relativ sanft pustet, sieht der Blow-Off schon schön aus und der Rauch kommt auch schön raus. Plus,
man hört die Kugeln nicht vibrieren. Wenn man nämlich fester pustet, also fester entlüftet, dann fangen die Kugeln doch sehr stark zu vibrieren an. Das ist auf der einen Seite laut, habt ihr bestimmt eben gehört. Und auf der anderen Seite fühlt man auch beim Entlüften eine sehr starke Vibration. Ein Kollege von mir, Grüße gehen raus, Mike, der hat das Ding hier abgemacht. Eigentlich ist das wohl so verklebt. Man soll das eigentlich nicht öffnen können. Der Mike hat es trotzdem irgendwie abbekommen. Vielleicht kann der Mike auch nochmal einen Kommentar da lassen, wie er das Ganze gemacht hat. Und er hat die Metallkugeln, die hier drin sind, durch Plastikkugeln ausgetauscht. Und dann hat das Ganze deutlich besser funktioniert bei ihm. Ich finde es jetzt nicht unglaublich störend. Man darf halt nicht zu stark entlüften. Ansonsten fängt das Vibrieren und das Klackern von den Kugeln an. Aber again, so ein paar Kleinigkeiten müssen eigentlich an so einer Pfeife sein. Für 116 Euro kann man da, glaube ich, drüber hinweg gucken. Fazit, für wen ist die Pfeife? Für mich ist die Pfeife ein sehr nices Ding. Für jemanden, der vielleicht schon ein, zwei Pfeifen daheim hat. Vielleicht irgendwie so Aeon, Mose oder sowas. Und möchte nochmal eine richtige russische Pfeife haben. Und sagt, ich habe schon Köpfe, ich habe schon Kopfaufsätze, Schläuche, Mundstücke. Habe ich alles daheim. Ich habe auch schon eine Steckbowl und so. Ist alles kein Thema. Und wenn man dann mal in dieses russische Ding reinschnuppern will, dann könnte die sehr, sehr interessant sein. Natürlich auch für Anfänger interessant. Interessant, ne? Wenn einem die Pfeife einfach gefällt und man was Simples, aber Cooles haben will und dann sagt, komm, dann kaufe ich den Rest gerade noch dazu. Es muss nicht unbedingt ein Komplettset sein. Dann könnte das Ding auch sehr interessant sein. Das war mein Ersteindruck zu der Igloo auf Anubis. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr die Pfeife schon mal geraucht habt, wie ihr sie findet oder ob sie interessant für euch sein könnte. Gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.